Samsung-Smartphones haben viele Features. Und manche würden sogar sagen, zu viele Features. Heute sprechen wir aber über eines, das selbst Leute, die schon lange Samsung-Geräte nutzen, oft gar nicht kennen. Und das unserer Meinung nach jedes Smartphone bieten sollte. Das Feature heißt separater App-Ton. Das klingt zwar ultra langweilig, ist aber wirklich spannend. Machen wir uns nichts vor. Die Zeiten, in denen wir unser Smartphone per Kabel an irgendein anderes Gerät anschließen, um darüber Musik abzuspielen, sind so ziemlich vorbei. Inzwischen läuft fast alles kabellos, egal ob bei Kopfhörern oder bei externen Lautsprechern. Das hat Vorteile, denn es ist intuitiv, bequem und ihr müsst euer Gerät nicht irgendwo anstöpseln, wenn ihr zum Beispiel auf einer Party oder auf der Arbeit eine externe Box mit Mucke bespielen wollt, sondern könnt es weiter bei euch tragen und nutzen. Ihr solltet nur aufpassen, was ihr sonst noch so an Audiomaterial auf dem Gerät abspielt. Hey Jens, war ein cooler Abend gestern. Sollten wir mal wiederholen? Da kann man auch mal ein bisschen über deine Kollegen bei Turnern lästern. Und jetzt die gute Nachricht. Wenn ihr ein Samsung-Handy der letzten 3 bis 4 Jahre habt, dann habt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Feature auf dem Gerät, das euch vor solchen Situationen schützt. Ein Feature mit dem ziemlich fancy klingenden Namen separater App-Ton. Die Funktion separater App-Ton ist nicht neu. Die gab es schon 2019 auf den ersten Smartphones von Samsung. Falls ihr ein halbwegs aktuelles Galaxy-Gerät zur Hand habt, habt ihr sie wahrscheinlich auch. Schaut einfach mal selber nach. Nehmt das Handy in die Hand, geht auf Einstellungen, dann auf Töne und Vibration und dann, beim S23 Ultra zumindest, scrollt ihr ganz nach unten und da gibt es den Punkt separater App-Ton. Einfach drauf tippen und schon seht ihr einen Schieberegler zum Aktivieren. Jetzt wählt ihr einfach nur noch ein oder mehrere Apps aus, die ihren Ton immer über die internen Lautsprecher des Smartphones ausgeben sollen. Zum Beispiel, wenn ihr eine externe Bluetooth-Box gekoppelt habt. Anschließend wählt ihr das Ausgabegerät Smartphone aus und fertig. Jetzt könnt ihr Musik über die Bluetooth-Box laufen lassen und wenn ihr eine Sprachnachricht anhört, wird diese trotzdem auf dem Smartphone selbst abgespielt. Quasi parallel. Also praktisch parallel. Und ihr könnt die Lautstärke beider Quellen, beider Signale separat regeln. Hey Jens, war ein cooler Abend gestern. Sollten wir mal wiederholen? Da können wir auch mal ein bisschen über deine Kollegen bei Turnern lästern. Das ist doch ultra praktisch. Ihr könnt die Funktion übrigens jederzeit an- und ausschalten. Je nach Situation. Wie ihr es gerade braucht. Super praktisch kann das zum Beispiel auch in Autos sein, in denen ihr euer Smartphone per Bluetooth mit dem Infotainment-System koppeln könnt. Ich habe zum Beispiel einen Tesla und in einem Tesla ist es so, wenn ich mit dem Smartphone, mit dem Fahrzeug verbunden bin, dann überträgt er keine Audiodateien. Also alles, was auf dem Smartphone laufen würde, läuft ins Leere im Auto. Jetzt teste ich hier gerade den NIO ET7. Bei dem ist das anders. Alles, was ich hier abspiele auf dem Smartphone, wird direkt im Auto wiedergegeben, weil es wie ein Lautsprecher fungiert. Das ist bei Musik ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel Apps hier drauf habe, die das Fahrzeug nicht hat. Aber das ist nicht so praktisch, wenn ich Sprachnachrichten höre und Leute noch mit drin sitzen, die diese Sprachnachricht vielleicht gar nicht hören sollen. Und da wäre es ja super, wenn ich das jetzt hier einfach in den Apps einer App einstellen kann. Ich habe es jetzt gerade live gemacht und kann das dann hier auf dem Telefon hören. Dann höre nur ich das und nicht alle anderen im Auto. Außerdem total praktisch, wenn ich jetzt gerade auf Instagram oder TikTok oder YouTube unterwegs bin und Videos gucken will, aber das Ganze nicht mit dem Auto hören möchte, sondern hier auf dem Smartphone. Und dann läuft der Ton hier drauf. Und nicht im Auto. Mit einem Feature wie separater App-Ton könnt ihr all das machen. Aber leider nur, wenn ihr ein Samsung-Gerät habt. Mit einem iPhone oder einem Pixel, einem Xiaomi, einem Motorola habt ihr diese Möglichkeit nicht. Bisher. Und das ist mega schade, weil das unserer Meinung nach ein total unterschätztes Feature ist. Und uns sind auch keine anderen Smartphone-Modelle bekannt, mit denen das aktuell geht.
Vielleicht kennt ihr ja welche, dann schreibt das einfach gerne unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr ein Samsung-Gerät habt, dann verratet uns doch mal, ob ihr die Funktion schon kanntet. Falls ihr aber ein iPhone habt, dann schaut euch doch vielleicht mal das im Abspann verlinkte Video zu den spannendsten Features des iPhone 14 an. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und lasst gerne auch ein Like da, damit wir sehen, ob und was euch gefällt. Ich bin raus. Ciao.